Entschuldigung. Kann man also eigentlich hier irgendwo einsehen mit den Waffenpunkten? Ich frage für einen Freund. Dämonische Verderbtheit. Das ist, glaube ich. Ach, das ist, glaube ich, da unten, ne? So, ich bin voll ausgerüstet. Jetzt gibt's. Oh Mann. Komm hier. Das war aus Versehen. Ich habe aus Versehen Steuerung gedrückt. Klappt aber gut. Eigentlich wollte ich wegdashen. So, ich bin da. Da unten gibt es gleich auch Fett aufs Maul. Ich soll da drüben hin. Okay. Aber jetzt kann ich mal die Kettensäge benutzen. Hallo. Geh weg. Ich höre irgendwas. Ach, Scheiße, wer ist er denn? Lass mich. Ich hab die falsche Waffe. Ah, Mist. Ich dachte Kanonenfutter. Aber der frisst aber auch ganz schön viel, ne? So. Und natürlich, ja, super. Ich bin gerade reingekommen, hab direkt keine Munition mehr. Toll. Läuft. Läuft. Ich hasse alles. Gibt's noch irgendwas? Da oben ist noch eine Marke. Ich muss jetzt da hoch, tatsächlich. Oha. Ach, du dickes Arschloch. Hallo? Kann ich hier nicht einfach runterspringen? Ich meine, hier ist keine Scheibe vor. Ich muss da eh hin. Von daher ist das nicht so wurscht. Oh, ich mach mal hier, ne? Micro-Rockets. Geh erstmal hier lang, ne? Sollt ihr nicht eine Wächtermarke sein? Über mir. Hä? Ach, da oben. Ja, warte. Aber das soll ich ja hinkriegen, oder? Eigentlich. Oder auch nicht. Toll. Vielleicht von hier. Jo. Dankeschön. Faszinierend. Da habe ich reingekommen. Hier war nur einer. Den hätte ich, glaube ich, mit der Kettensäge wegsenden sollen. Habe ich so das Gefühl. Wegen Muni. Wer ist er denn? Der Wächter? Nee. Dafür bist du leider ein bisschen schwach. Gesperrt. Ich hab doch Karte, Junge. Mach dich locker. Okay, wer war er denn jetzt? Den kannte ich nicht. Kettensäge. Ey, das tat weh, Junge. So nicht, ja. Natürlich! Was noch jemand? Direkt. Oh Gott, nee. Jetzt muss ich etappenweise so kämpfen, oder was? Das muss doch nicht sein. Kettensäge reicht ja nicht. Schön, ja. Gut, dass wir jetzt so kämpfen müssen. Damit wir ja keine von nix genug haben. Oh Mann. Okay, ich versuche das mal. Ja, jetzt geht's los. Jetzt sind wir am Arsch. Hallo. Dich kenne ich.
Jetzt sind wir doch noch nicht am Arsch. Hab ich was vergessen? Nee, ne? Eins, zwei, drei Sachen fehlen uns nur noch. Eins, zwei, drei. Ja. Dann haben wir alles. Oder sind wir auch schon komplett durch, ne? Puh. Na, endlich. Ja. Okay, diese komischen Türenkämpfe gerade waren aber ein bisschen hart unnötig, oder? Die waren doch nur dafür da, um mich zu ärgern. Ist hier nur irgendwo was? Hier in dem Raum ist gar nichts, ne? Da unter uns ist nur was. Da geht's dahin und da drüben. Okay. Unter uns. So ein Stück Weg haben wir doch noch vor uns. Da drüben, da drüben. Okay, wir müssen wahrscheinlich da irgendwie so, so und dann noch da. Und da unten ist Bossgebiet. Bossgebiet von Boss. Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Was? Mama? Jetzt bin ich hier eingekerkert. Und jetzt? Muss ich da runter? Ja, toll. Boing. Das ist ein Level Up. Den hätte ich gerne. Ist gesperrt. Das ist ganz toll. Wie soll ich denn da rankommen? Unter mir ist auch noch was. Da ist ein Level Up. Da hinten ist noch einer. Ich vermute mal, ich muss jetzt da ran springen und mich dann da durchwemsen, ja? Das geht voll in die Hose. Oh. Ja, hier sieht's gut aus. Da will ich hin. Und da ist ein Fragezeichen. Da kommt rüber, warte mal. Nein, komme ich doch nicht. Entschuldigung. War eine Scheibe vor. Ah, gut. Gut, Scheibe, gut. Komme ich hier durch? Nein. Direkt wieder Leben verloren. Ja, hier wollte ich schon immer sein. Eigentlich ja nicht so. Aber das ist ja Level Up. Hallo. Dankeschön. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Jetzt willst du mich aber behumpen. Wo muss ich denn lang damit? Den, den und den oder was? Oh Mann. Und da irgendwie hoch. Okay, der das am nächsten. Der, der und dann der. Kurz in mein Mikro reingefallen, Entschuldigung. Oh, aua. Und tschüss. Toll. Und nochmal, ach Mann, ey. Hallo. Freunde, so nicht. Oh nein, ey, Blocko. Schnauze. Das andere. Hallo, geht der Schild auch mal kaputt? Anscheinend nicht. Toll. Hat man diese Munitionsverschwendung, ne? So, da unten ist noch ein Blob. Toll, dass der mich hier angreift. Ganz toll. Alter, willst du mich verarschen? Nein! Oh, leck mich doch. Toll. Noch zwei von den Pissern. Echt jetzt? Das war jetzt aber nicht dein Ernst, oder?
Okay, jetzt wird es aber langsam nervig, ne? Ich sag's nur mal. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Jump'n'Run-Passagen echt hasse? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Habe ich bestimmt schon ein paar Mal erwähnt, ne? Sag mal, willst du mich jetzt verkackeiern? Was ist denn das für ein Scheiß? Boah, jetzt wird's aber nervig, du. Jetzt wird's aber richtig nervig. Ja, der Sprung war richtig gut. Wieso komme ich denn hier nicht hoch? Was ist denn hier los? Au. Warte mal. Ne. Au. Hörst du mal auf damit? Aua, hallo. Autsch. Schön. Ich komme zum Bossgegner, bin gleich tot. Ist das nicht großartig? Richtig toll. Ich hasse das. Was soll denn der Scheiß? Geheimnis gefunden. Ja, leck mich am Arsch mit deinem Scheißgeheimnis, Junge. Nur Probleme hier, ey. Ist ja lästig. Das war jetzt zum Glück überhaupt nicht nervig. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich da hoch? Kann ich da überhaupt hoch? Eigentlich darüber, ne? Ja. Nee. Okay, da kann ich nicht hoch. Nicht so nah ran. Das wird auch genau gar nichts. Tschüss. Okay. Okay, jetzt bin ich aber langsam maximal genervt. Ja. Schön. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich diese Jump'n'Run-Passagen zum Kotzen finde, so langsam. Also jetzt nerven die langsam echt hart. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die echt, jetzt fucken die mich ab. Vor allem jetzt krepier ich hier gleich wieder. Wie soll ich denn da rüberkommen? Willst du mich verarschen? Autsch. Schön wegbleiben. Ich muss da rüber. Ach so. Oh. Eigentlich gesehen. Und das macht's jetzt besser. Es ist natürlich immer wichtig, dass man mit wenig Gesundheit zu einem Zwischenboss geht oder so. Das ist immer ganz wichtig. Ja, toll. Und der wird jetzt gleich aufgeweckt und dann sind wir am Arsch. Oh, wieso schießt ihr das Ding denn nicht jetzt schon kaputt? Ich meine, macht ihr da doch nicht so ein Problem, Junge. Oh Mann. So ein Scheiß. Ich bin fast tot. Und jetzt ist die Tür da auf, oder? Warte mal, jetzt bin ich den Weg hier rumgegangen, um wieder da zu landen. Oder was? Ist ja jetzt nicht euer Ernst, oder? Weil jetzt die Tür auf ist. Musst du einmal im Kreis laufen. Ja, großartig. Ganz toll. Da ist irgendwo eine Falltür. Großartig. Doom Hunter. Okay, jetzt also... Boah, das ist ja lästig. Die Doomhunter waren einst wilde Jäger, die den Wächterkriegern der Vergangenheit als tödliche Pirscher der Metallzeit bekannt waren. Die uralte Rasse der Doomhunter wurde durch Kultisten bei einer Ausgrabung in der Arktis entdeckt und aus den gefrorenen Tiefen der polaren Tundra geborgen. Da sie Millionen Jahre lang im gefrorenen Eis konserviert wurden, erachtete man die ausgegrabenen Überreste dieser Kreatur als geeignet für eine Rekonstruktion, womit sie zum Objekt nekroregenerativer Bioexperimente der Kultisten wurden. In der fernab gelegenen Kultisten-Zitadelle wurde der Doomhunter auf einem über den Ruinen von Galgotha thronenden Hightech-Altar in einer Zeremonie systematisch wiederbelebt und erneuert. Wenngleich der Großteil seines Körpers nun aus kybernetischen Komponenten besteht, besitzt er immer noch eine hohe Geisteskraft.
Er ist ein fühlendes Wesen mit einem brutalen Jagdinstinkt, ausgestattet mit den Waffen und der Rüstung einer Panzerdivision. Ja, großartig. Und ich habe 34 Leben. 33. Da läuft das natürlich. Wie komme ich da jetzt runter? Ich sehe fast gar nichts mehr, weil ich so tot bin. Muss ich da raufschießen? Ich will... Nee, sieht nicht so aus, ne? Jo. Wieso wurden die Dinger hier beiseite gefahren? Wie komme ich da jetzt runter? Ich will da jetzt runter. Lass mich da jetzt runter. Das ist so ein Mini-Abschnitt. Aber wie komme ich denn da jetzt hin? Ach da. Alles klar. Leben wir schon. Yay. Yeah. Der Hell Knight. Ich habe keine Munition, kein Leben, kein gar nichts. Also anders ausgedrückt, ich bin fett am Arsch. Ich habe ein Level up. Das ist toll. Okay, also als erstes die Kettensäge benutzen. Ah. Guck mal hier. Willkommen, Slayer. Guten Tag. Schnellreise freigeschaltet. Schnellreise anzeigen. F. Dahin. Station der Erlösung. An den Anfang. Ach nee, hier. Lazarus-Generatoren. Baphomets Truhe. Ja gut, falls wir was übersehen haben. Haben wir aber nicht. Wir haben jetzt alles gefunden. Also ich habe jetzt ein bisschen Leben und ein bisschen Muni. Nicht viel, aber etwas. Dann, ja. Hola, Trio. Ein bisschen Rüstung wäre schön. So viel Glück haben wir anscheinend nicht. Entschuldigung. Jetzt wird's funky. Sicher wirst du meinen Wächter zu schätzen wissen. Die großen Agathon-Jäger aus dem Thanos-Reich. Lange galten sie als ausgemerzt. Erschaffen alleine zur Jagd auf den Slayer und seine Wächter der Nacht während der unheiligen Kreuzzüge. Ihre Körper wurden einigen Verbesserungen unterzogen. Viel Spaß mit meinem zweifellos besten Werk. Yay! Slayer identifiziert. Nee, ich bin kein Slayer, Junge. Ich bin kein Slayer, ich bin Tourist. Lass mir mal in Ruhe. Hat der ein Schutzschild? Ich bin Tourist. Ich bin Tourist. Na toll. Der Doomhunter ist ein superschwerer Dämon, der auf Langstrecken-Zielausschaltung bei Raketen spezialisiert ist. Sein Schild und Gleiter sind seine Schwachpunkte. Zerstöre den Schild mit dem Plasmagewehr, um ihn kurz auszuschalten. Zerstöre den Gleiter, um sein Schutzschild und die Raketen dauerhaft auszuschalten. Okay. Und dann ist er nur noch ein kleiner Dämon. Toll. Und natürlich jetzt genau die richtige Waffe. Na, ja, natürlich auch noch Kleinfutter. Moin. Schnauze. Das ist ein Epizell. Aua. Okay, das Kleinvieh lasse ich immer über. Ausgezeichnet. Vernichte den Ketzer. Und tot. Gut. Wir tot. Moin.